Servus Kickers-Fans, vor dem Heimspiel am Freitag gegen den FC Pippinsried habe ich mich mit Maxi Zeiser und unserem Coach unterhalten. Was die beiden zu erzählen haben, seht ihr jetzt. Servus Marco, war das Spiel jetzt ein Heim für dich, die erwartet schwer der Brust, die ihr zu knacken hattet? Ja, definitiv. Also ich wusste schon im Vorfeld, dass der Gegner was kann. Ja, trotzdem natürlich als Bezirksligist waren die klare Außenseiter und ich denke, das hat man auch im Spiel gesehen. Gut hinten eingeschnürt. Das hat sehr lange gedauert, auch länger als wir wollten, bis wir es 1-0 gemacht haben. Das war eine ZSC-Angelegenheit, aber es war klar, dass es schwer werden wird. Und es ist so fast wie in jedem Pokalspiel. Das sieht man bei den anderen Mannschaften, die tun sich auch schwer, auch in der ersten Runde. Aber wir haben es gewonnen, das war das Ziel und das haben wir erreicht. Dann sagst du, das erste Spiel ist jetzt gewonnen. Jetzt wollen wir den ersten Dreier auch in der Liga holen. Freitag morgen Pippinsried. Was erwartest du da für ein Spiel oder was erwartest du für einen Gegner? Ja, auch ein Gegner, der natürlich sehr kompakt verteidigen wird, der wahrscheinlich auch sein Heil über Konter suchen wird und die definitiv hier ihre ersten Punkte holen wollen. Ja, das heißt, auch da, die werden wir gut bearbeiten müssen, wir werden gut organisiert sein müssen und wir werden eine gewisse Power nach vorne entwickeln müssen, um dann eben auch gegen Pippinsried die Tore zu nehmen. Wirst du am Spielsystem das ändern, wird es Veränderungen geben? Ist jetzt den Heil mit einer Dreierkette gespielt? Hast du da schon festgelegt oder wirst du da noch nichts zu viel verraten? Nee, das werden wir noch entscheiden. Grundsätzlich sind wir flexibel, was die Grundordnung angeht. Die Grundordnung ist noch nicht das Entscheidende, sondern die Art und Weise, wie die Spieler auftreten. Und unabhängig von der Grundordnung war das jetzt gegen Heil deutlich besser als gegen Nürnberg. Und da wollen wir jetzt im nächsten Schritt machen. Personell, gibt es da Neuigkeiten über einen Torhüter oder ist da noch verändert? Nein, Max Perez und Linus Eiselein sind nach wie vor im verletzten Status. Linus Eiselein ist wieder auf dem Platz. Max Perez wird auch demnächst zurückkehren auf dem Platz. Ja, wieder Kurzweg gegen Hain, aus Sicherheitsgründen nicht dabei, hat ein bisschen Probleme, das haben wir rausgelassen. Er steht jetzt aber wieder voll zur Verfügung, das heißt, alle Feldspieler an Bord, Marc Richter an Bord, Hader unverhindert. Super, vielen Dank. Nichts zu Dank. Servus Zeisi, jetzt am Dienstag, erster Pflichtspielsieg gegen Hain. Was kannst du nochmal als Fazit zu dem Spiel sagen? Ich denke, dass es sehr wichtig war für uns, dass wir jetzt endlich mal ein Pflichtspiel gewonnen haben. Endlich uns mal für die ganze Arbeit, die wir immer leisten, belohnt haben. Es war definitiv nicht leicht, auch wenn es ein Bezirksligist war. Die haben hinten gut verteidigt. Der Platz war nicht, hatte keine Normalgröße, sage ich mal. Deswegen ist es für die ein bisschen leichter gewesen zu verteidigen, aber wir sind dran geblieben. Wir sind immer, haben immer einen Angriff nach dem anderen gestartet und irgendwann haben wir uns dann belohnt. Und ich glaube, wie gesagt, dass das jetzt sehr wichtig war, auch für den nächsten Ligaspieltag jetzt. Du sprichst schon an, jetzt am Freitag, morgen geht es gegen Pippinsried. Was müsst ihr anders machen? Im Vergleich zu Hain jetzt? Ja. Ich glaube, mit der gleichen Gier, mit der gleichen Mentalität, mit der gleichen Einstellung jetzt wie gegen Hain ins Spiel gehen, dass Pippinsried auch eher tief stehen wird, dass wir die auch wieder viel bespielen müssen. Deswegen so haben wir eine gute Idee, die wir morgen unbedingt umsetzen wollen. Okay. Wir haben ja unsere Fans gebeten, Fragen zu schicken. Ich habe da mal welche ausgesucht. Der echte Nick möchte wissen, wie gefällt dir Würzburg bis jetzt und was sind deine Ziele mit den Kickers? Also Würzburg gefällt mir bisher sehr, sehr gut. In der Zeit, wo ich jetzt da war, war ich glaube ich schon 20 Mal in der Innenstadt. Bin immer mit Familie oder auch Freunden durchgelaufen. Ja, unten am Main, an der Mainbrücke ist es schon wirklich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch eine schöne Wohnung gefunden. Danke an Sabine nochmal, wenn du das siehst. Deswegen fühle ich mich wirklich sehr wohl. Und zu den Zielen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Kickers jetzt nicht dahin gehören, wo sie aktuell stehen. Und natürlich hab ich und auch wir als Mannschaft, der ganze Verein, die Verantwortlichen, das Ziel einfach, die Würzburger Kickers wieder schnellstmöglich dahin zu bekommen, wo sie hingehören. Deswegen einfach eine gute, erfolgreiche Saison spielen. Dann Philipp wollte wissen, was hältst du vom Support der Kickers-Fans in den bisherigen Spielen? Sehr, sehr viel. Ich glaube, wir haben sie jetzt noch nicht belohnt für die Arbeit, die sie leisten. Sie stehen wirklich immer hinter uns. Ich finde es wirklich auch geil, am Dalle zu spielen, wenn die Fans Stimmung machen. Auch jetzt in Nürnberg waren wirklich wieder einige Fans dabei, haben uns gepusht. Und ich glaube, jetzt morgen sind wir endlich mal an der Reihe, auch
was für die Fans zu tun und die 3 Punkte zu holen. Okay. Dann wollte Chris Felder noch wissen, wie ist die Stimmung im Team? Auch wenn vielleicht der Saisonstart noch nicht so war, wie es wollte, Wie ist die Stimmung? Immer noch gut. Ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Wir haben uns ja alle erst am Anfang der Saison kennengelernt, weil wir eine komplett neue Mannschaft sind. Ich glaube, wir verstehen uns alle sehr gut, machen auch viel außerhalb des Platzes. Deswegen klar, die 2 Spiele jetzt am Anfang, die haben uns genervt. Die haben uns auch wirklich sehr genervt. Aber ich glaube, jeder ist jetzt wirklich gewillt, das schnellstmöglich umzudrehen und ja, am besten schon morgen. Okay. Und dann noch eine letzte Frage. Du wirst wahrscheinlich erraten, von wem sie ist. Was hältst du von Spaziergängen am Abend? Ich weiß, wer es ist, ja. Schöne Grüße an Dadan. Wir haben uns letztes Mal vor dem Heimspiel, ich glaube, irgendwann abends nochmal getroffen, weil unsere Wohnungen sind nicht so weit auseinander. Mhm. Haben dann noch einen romantischen Abendspaziergang. Nee, Spaß. Wir haben uns einfach getroffen, wollten noch mal ein bisschen einen freien Kopf bekommen. Es war ziemlich heiß jetzt die letzten Tage, da war es die Luft auch dann ein bisschen kühler. Haben uns noch mal ein bisschen überhalten über alles Mögliche. Und ich glaube, das werden wir auch bald wieder wiederholen. Also Zeidi, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch eine letzte Botschaft an die Fans? Ja, liebe Fans, vielen Dank schon mal für den Support in den ersten 3 Spielen. Das bedeutet uns wirklich sehr viel, auch wenn es jetzt nicht so erfolgreich war. Ich kann euch nur versprechen, dass ich und wir alle morgen Vollgas geben werden. Tut's ihr auch und dann bin ich mir sicher, dass wir am Ende die 3 Punkte holen werden. Bis morgen.